Komm. Wir gehen hier durch. Keine Lust für lange Umwege. Oh. Feste war ja. Artillerie. Krank. Oh, da ist ja noch so ein Engine. Immer schön die Straße entlang. Da kann man wohl, glaube ich, nichts falsch machen, oder? So, wir machen noch mal so. Der gute Erfolg uns macht. So. So, zerstören wir von hier oben. Mal Zeit noch mal kurz nochmal neu einstellen. So, und wir laufen einfach weiter. So. Nochmal das Ding hier. Die Alliierten haben bei FutureTech zur Sicherung des Friedens hunderte Cryo-Legionäre bestellt. Wie das denn? Wieso? Warum Frieden? Weil die alle einfrieren oder wie? Geschwindigkeit erhöhen wir auch nochmal. So. Oh, Spektraltürme oder Spektrum. Haben wir MBF nicht ausgeschaltet? So, oh, Kaserne. So. Perfekt. So. Boom. Plus, oh, Spion. Oh, das sind auch viele. Die nehmen wir natürlich mit. Zumindest versuchen wir es. Und mal alle wegschreien. Genau. Oh. So. Ach, die kommen alle von Burger Kong. Okay, Burger Kong. Genau. Peacekeeper kommt von Burger Kong. Die hatten da wohl gerade Mittag gegessen. Vom Burger Kong, da komme ich auch mal gerne. Gut, eigentlich geht zum Burger King, aber Burger Kong ist auch ganz cool. Da will ich auch mal essen. Burger Kong, nice. So, gibt es hier unten eigentlich was? Genau, genau, ich wusste, dass das hier war. Sie nennen das hier VIP-Internierungszentrum, weil sie ihre Gefangenen einfrieren, anstatt sie nur einzusperren? Das ist ein stinknormales Gefangenenlager. Einfrier ist effektiver. telekinetischer Slam, Stufe 2. Ich glaube, da ist das Feld größer, oder? Keine Ahnung. Ist mir auch, glaube ich, nicht so wichtig. So, ist hier unten eigentlich noch was? Nee. So, dann haben wir unten Delfine. Die werden wir bald übernehmen. Da wir ja zu Wasser alles noch vernichten müssen. Leider können wir nicht in ein Gebäude gehen, deswegen zerstören wir einfach mal so. Boom. Boah, sind wir mächtig. Boom. Ich glaube, ja, wir haben noch so ein Ding, oder? Hier unten vielleicht? Wir haben das schon fast alles voll, also müsste ja irgendwo noch so ein Teil da sein. Beeil dich, Schwester. Die Alliierten sammeln sich. Ja, ja, ja. Na ja, gut. Dann mal auf ins Wasser. Auf ins kühle Nass. Oh, was ist das? Haben wir das schon genommen? Ja, haben wir schon. Nein, ich will nicht die. Ich will nicht Peacekeeper. Speichern wir nochmal. So, Delfins, zu mir, genau, also so kann man es so schön sehen, die Torpedos gehen einfach wieder zurück, ah, aber dafür haben wir hier keine Heilung, oh ja, das, wird jetzt, das dürfte jetzt problematisch werden, mit dem bisschen Leben, was wir jetzt haben. Einfach nur geradeaus gehen. Oh. Nein, 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 nicht kaputt machen. Laufen, 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 laufen. Oh, Flugzeugträger gedroht. Flugzeugträger gedönt. Jetzt stehen nur noch diese Flugzeugträger zwischen mir und Shibata. Oh, weg, 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 weg.
Adinger ganz schön auch noch ernsthaft. Izumi, Schwester, ich habe versagt. Jo, es tut mir leid. Komm, was für eine Armee da steht. Was, wow, das ist doch. Wenigstens kommt nach Kaiolinge näher, damit kann man auch nichts anfangen. Uff. Na gut. Also, wo waren wir? Ungefähr, keine Ahnung. Heilen wir uns eigentlich? Keine Ahnung, ich sehe es nicht so richtig. So. Ich glaube, Delfine kann man auch fit werden lassen. Dürfte nur weniger gruselig sein. Jetzt stehen nur noch diese Flugzeugträger zwischen mir und Shimada. So. Komm. Nein. Harbinger. Runter. Nein, weg. Weg. Harbinger. Runter mit dir. Der pisst euch. Verdammt. Der Arsch verfolgt mich. Nein. Weg. So, komm zu Papa. Oh, nochmal heilen, Gott sei Dank. Harbinger, runter. Gott sei Dank. So, hier haben wir noch ein Kaiolinge mehr. So, ich, das ist irgendwie so geil, dass wir die Kaiolinge näher auf Wasser laufen. Ich meine, seht euch doch an. Die laufen einfach so, das ist so geil. Die Herausforderung, um die zu kriegen. Die ist übertrieben schwer. So, Flugzeugträger 1 zerstört. Fast. So, einmal Schild machen. Einmal die Bombe platzen lassen. Ah. Komm schon, beweg dich. Nein. Weg. So. Wir zerstören mal einen da. So. Und nochmal heilen gehen. Naja. Es erfordert Zeit. Immerhin spiele ich es auf schwer. Also diese Drohnen sind schon größer von der Sicht, als man denkt. Sonst sehe ich die Dinger sonst immer ganz klein und witzlos irgendwie. Also so ist das natürlich was anderes. Aber die Waffen der Kaiolinge sind jetzt auch ganz geil, jetzt wo ich sie gerade so schön anglotze. Red zu viel, oder? Okay. Sorry Leute, wenn ich zu viel rede. Ich versuche weniger zu reden. Habe jetzt meine eigene Legionäre mich eingefroren. Das wäre ein bisschen witzlos. So. Kaputt. So, du blöder Träger. Dein Ende ist gekommen. Ein Mädchen zerstört den ganzen Flugzeugträger. Mit per Gedanken. Aber der Flugzeugträger ist ein wenig klein, muss man auch sagen. Ja, gut. Yuriko, was Dr. Shimada dir angetan hat, genau dasselbe hat er mir angetan. Befreie mich, Yuriko. Hilf mir. So. Hier bin ich fertig. Oh. Zeit, in das Reich der aufgehenden Sonne zurückzukehren. Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Ja, jetzt fliegen wir übers ganze Meer mit den zwei hier. Boah. Das war auch eine coole Mission. So, in 4 Parts, 2 oh, wow, jetzt. Die alliierte Armeeführung schweigt bis heute zu den desaströsen Ereignissen nach Yurikos Inhaftierung. Geil. Etwas wissen wir allerdings. Yuriko Omega ist nirgendwo zu finden. Und wahrscheinlich immer noch auf der Flucht. Wo könnte sie sein? Die Armee könnte es wissen, doch sie schweigt. Eines ist jedoch ziemlich sicher. Irgendwann, irgendwo, taucht sie ganz gewiss auf.
Und wenn sie das tut, werden Hunderte, Tausende, möglicherweise Millionen Menschen in großer Gefahr schweben. Übertreibst du dich ein bisschen? Sie glauben also, dass sie Japan ihre Hilfe anbietet? Das weiß keiner, Ted. Seit ihrer Flucht hat man jede Spur von ihr verloren. Okay. Vielen Dank, Brenda. Faszinierend. Und nun schalten wir um zu Molly McFarland in die Sunshine Mall, in der heute ein brandneuer Minigolf-Parcours eröffnet wird. Wie kann man von Yuriko auf Mini-Parcours kommen? Also Yuriko ist so viel spannender als LOL. Das machen wir lieber ein anderes Mal, einen anderen Part. Deswegen sage ich jetzt mal bis auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Adios. Dann machen wir den letzten Stunde von, ne? Adios.